Hallihallo, Hallöchen. Herzlich willkommen zum neuen Video von mir. Ich habe noch hier so einen Rest reingegossen und wollte mir noch eine Blume draus machen. Ich habe hier ein bisschen Pigmentpaste. Ich mache das mal in einen kleineren Becher rein. Ich habe so viel. Genau, ich habe hier weiße Pigmentpaste gemischt mit Chamäleon-Effekt Pulver. Sieht man das? Ich weiß gar nicht. Und gebe jetzt hier mal eine Blume rein. Das ist noch der Rest von meinem Harz und ich wollte es jetzt nicht hier kaputt gehen lassen. Jetzt mache ich einfach hier auf die Schnelle ein Blümchen. Einen tollen Chamäleon. So. Das glänzt. Grün-blau schimmert es. So türkis-grün. Blumen kann man da überall reinmachen. Blumen sind total zeitlos. Es gibt es die maritime Blume in maritimen Farben. Genau. Schauen wir mal, wie sich das ergibt. Ich habe es, es steht schon eine Weile. Ich habe was anderes gegossen und hoffe, dass es noch arbeitet. Ist immer spannend. Hat man die Weißmischung richtig gemacht? Hat man zu viel Weiß, zu wenig Weiß? Wenn es zu viel weiße Paste ist, dann ist es schwer. Dann ploppt es. Wenn es zu wenig weiß ist, dann könnte es vielleicht transparent werden. Ich glaube, das hat vielleicht auch was. Ich habe es noch nie so transparent gemacht. Muss ich vielleicht auch mal testen. Auf jeden Fall hier mal. Ups, eine schöne, hoffentlich schöne Blume. Und den Rest von meinem, das gieße ich da rein. Genau, dann habe ich einfach einen Anhänger. Da kann ich vielleicht mal was drauf machen. Mit Blätter oder so. Mal schauen, wie das rauskommt. Bin echt mega gespannt. So. Na, ich bekomme sie gar nicht richtig rund. Eine eckige Blume. Ich wollte eigentlich so eine Rose oder so formen. Genau, da kann ich ein bisschen auffüllen. Das sind noch ein paar Lücken. Es schimmert schon mal schön. Hoffen wir, dass es auch so gut rauskommt. So, hier noch ein bisschen. Da noch ein bisschen. Schauen wir mal, ob es verschiedene Ebenen gibt oder ob es nur eine Einheitsmischung gibt. Schade, dass ich kein klares Harz mehr übrig habe. Hätte jetzt gerade noch eine Form machen können. Das ist aber für zwei wäre es die Menge zu wenig gewesen. Habe die Form gut gefüllt, aber für zwei hätte es eigentlich, glaube ich, nicht gereicht. Genau, jetzt hoffe ich, dass es noch arbeitet. Ja, also ganz rund habe ich es halt nicht geschafft. Egal. Oh, die Farbe, die schimmert echt schön. Vielleicht machen wir noch kurz das auf dem Brett drauf. Ich habe kein Weiß mehr. Nee, ich gieße es in die Form. Genau. Prima. Also, ach so, ich muss noch kurz in der Mitte. Ach, meine Pinsel gehen immer auseinander. Kurz in der Mitte noch wirbeln. Genau, einfach so ein bisschen Schwung reinbringen. Das war's im Prinzip. Genau, gehen wir mit dem Föhn noch kurz drüber. Und dann lasse ich es wirken. Das habe ich schon ausgeformt, weil ich war neugierig. Ich wollte unbedingt sehen, wie es rauskommt. Ich habe mir jetzt extra auf meinen dunklen Untergrund gelegt, damit man besser sieht, wie es rauskommt. Also ich finde, es sieht sehr edel aus. Aber die Lampe stört ein bisschen. Schimmert so grün, blau.
Lila. Kamelienpigmente sind schon toll. Genau, also das war mein kleines Restekießen. Hat so ein bisschen geploppt, aber ja, das macht mir nichts. Ich finde, es sieht echt cool aus. Und auf Dunkel kommt es echt gut raus. Genau, das war es dann von meiner Seite. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren. Hoffentlich gefällt es euch. Und auch wenn ihr das ausprobiert, dass es euch gelingt, wünsche ich euch. Und ansonsten ja, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen, über einen Kommentar, über ein Abo, wenn ihr mögt. Und dann sehen wir uns zum nächsten Video. Tschüss, bis bald.